Par 5, 475 Meter. Herzlich willkommen zurück zum Teil 2 Malatschki Golf Course. Ein richtig spektakulärer Platz. Der schwerste, den man bei mir am Simulatorprogramm spielen kann. Anfangen tut's jetzt nun auf dem Back 9 mit einem Par 5, 475 Meter. Aber es muss genau in den Knick geschlagen werden. Das ist das Problem. Kein schlechter Drive. Ja, ich kann ihn zumindest nicht besser, würde ich mal sagen. Und so geht's ganz gut los. Mit dabei an meiner Seite auch heute wieder Chris. Hallo. Er kämpft mit mir mit. Er spielt genauso diesen relativ schweren Platz. Wobei wir auch positiv überrascht sind. Positiv überrascht. Erste Mal auf dem Simulator und jetzt da. Im Simulator war es deutlich schwerer. So, Driver und Ball ins Spiel bringen. Ja, er sollte passen. Guter Abschlag, guter Start. Die Back 9 können losgehen. Was erwartest du auf den Back 9, Chris? Nicht so schwer zu sagen, nachdem der Platz doch nicht so schwer ist. Weiß nicht, eine Boogie-Runde? Ja, nachdem wir jetzt positiv gestimmt sind, kriegen wir sicher eine am Deckel. Viel Spaß beim Zuschauen und unbedingt sofort den Kanal abonnieren, auf die Glocke klicken, damit du in Zukunft keines meiner Golfvideos mehr verpasst. Also heute kommen die spektakulären Back 9 hier aus der Slowakei. Viel Spaß. Schlag 2, Chris, keine leichte Situation. 7 Eisen. 7 Eisen, den Layup machen und weiterspielen. Wobei ja mir auch nicht viel mehr überbleiben wird als der Layup. Ich sehe nämlich leider meinen Ball schon. Und er liegt ausbaufähig. Gut. Ja, der super passt getroffen. Gut. Ja, der passt genau. Genau im Knick drin. So, das ist die Situation. Nach dem Drive kann ich nur noch den Ball nach vorne chippen. Denn da drüben wäre das Grün. Und da geht es eben leider nicht durch. Ich habe mich für ein Eisen 6 entschieden. Entferne die Tannenzapfen rund um meinen Ball und werde nun den Ball versuchen, flach und knapp am Wald vorbeizuspielen. Oder ich spiele ihn genau vor dem Baumstamm. Gratuliere! So, Spieler bleibt am Ball. Die Situation ist sehr ähnlich. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, keinen Schläger zu wechseln, weil ich gerade leicht grantig bin. Eisen 6, der Chip nach vorne, knapp am Baum vorbei. Ja, da hätte eigentlich der Erste schon hin sollen. Und das ist die Situation. Alles andere als einfach. Nach dem super zweiten Schlag von Philipp habe ich jetzt natürlich eine Chance, dass ich das Loch gewinne. Jawohl. So, 177 Meter. Challenge accepted. Eisen 6. Die Fahne sehen wir noch nicht ganz, ein bisschen. Ja, der leicht fette Layup. Er will es jetzt ganz sicher heimspielen. 148 Meter Rest. Der Schlag ist natürlich richtig spektakulär. Da durch den Wald durch die enge Gasse. Schaut schon sehr spektakulär aus, um ehrlich zu sein. Ich habe mich für ein Eisen 8 entschieden. Muss nun Schadensbegrenzung betreiben. Ja. Der war nicht schlecht getroffen, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, der passt. So, nach dem grandiosen Schlag von Philipp, 3 Meter zur Fahne, bin ich wieder unter Druck. Jawohl. So, 80 Meter Gap Wedge, Halbschwung. Ja, kein schlechter Schlag. Gefällt mir. Naja, noch ein bisschen am Putt, aber. Langer Putt zum Paar, aber nicht unmachbar. Ich hoffe, man kann die Wellen auch auf der Kamera einigermaßen gut erkennen. Es ist wirklich richtig, richtig spektakulär hier. Vor allem, was am Grün abgeht. Ja, und ich muss mich entschuldigen, weil es sind 2 Meter, also ein sicherer Paar-Putt. Sicherer Paar-Putt, genau.
Sehr sicher. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir die Wellen da irgendwie gut spüren. Also die Grüns kommen vom Schwierigkeitsgrad, glaube ich, Augusta in die Nähe. Ha? Ja, deshalb eben der Augusta Golf Course Mitteleuropas. Fürs Auge ist wirklich alles dabei, Sid. Und da haben wir noch eben zwei Tester. Wobei er meiner, aus meiner Sicht, mehr als nur ein Tester ist. 2% von links nach rechts. Leicht bergab. Das Paar würde ich natürlich noch gerne mitnehmen. Jawohl! Sauber. Vor allem nach dem zweiten Schlag, der sicher nicht perfekt war. So, ein kleiner Wadelbeißer. Sicher. Drin ist er. Paar 363 Meter laut der Uhr. 138 laut dem Laser. Irgendwo zwischendrin werden wir uns einpendeln. Ich habe mich für ein Eisen 9 entschieden und vertraue eben auf den Laser. Ganz gemütlicher Schlag mit dem Eisen 9 soll es werden. Leicht rechts. Aber kurz vorm Grün, alles in Ordnung. Chris, welcher Schläger kommt bei dir? Zweite Loch, 9er Eisen, 138 Meter. Laut Laser. Ganz leicht links, kommt aber mit dem Fade gut zurück rein und liegt, ja, hoffentlich gar nicht so schlecht. Rough-Lage, das Grün hängt von uns weg, wird richtig schwer werden, den Ball dazu zu setzen. Schauen wir mal, was geht, oder? Wow, sauber gespielt. Ja, bin ich nicht unzufrieden mit dem. Der war alles andere als leicht, nämlich. Und die Paar-Chance ist am Leben. So, kleiner Chip. Ich habe mich wieder fürs 52 Grad Gap-Wedge entschieden. Das Fairway ist in einem richtig guten Zustand, habe ich gerade zum Chris abseits der Kamera gesagt. Also da gibt es keine Ausreden. Ja, kein schlechter Chip. Und Chris mit dem Putt zum Paar. Ganz leicht bergab, wie ist der Break? Leicht von rechts, von links nach rechts, aber bergab ist halt schon sehr bergab. Nicht nur leicht bergab. Da müssen wir wirklich schauen, dass wir das richtige Tempo erwischen. Ja. Ja, der war relativ flott. Es war kein leichter Putt. Und damit haben wir noch zwei kleine Tester, die uns erwarten. Ganz leicht von links nach rechts, aber eigentlich machbar. Jawohl. Sicheres Paar mitgenommen. Ein sicheres Paar mitgenommen, genau so ist es. Ganz sicher. Und ein sicheres Bogey mitgenommen. Die Bogey-Runde geht weiter. Paar 4, 315 Meter. Ich wieder defensiv mit dem Eisen 5. Chris wird dann mit dem Driver natürlich voll drauf rauchen. Ich schaue, dass ich mir so einen 100 Meter Schlag ins Grün übrig lasse. Den kann ich eigentlich, behaupte ich jetzt mal. Also Eisen 5, Paar 4, 315 Meter. Ja, Ball im Spiel. Ich hoffe auch von der Länge in Ordnung. Und da ist er mit dem Driver. Die aggressive Strategie. Schauen, ob sie der noch auszahlt. Noch den ersten eine.
Bravo. Guter Drive. Aber er könnte im Fairway-Bunker liegen. Ja. 150. Tatsächlich. 150 Meter zur Fahne. Nein, 133 Meter zur Fahne. Leichter Rückenwind. Ich habe mich für ein Pitching Wedge entschieden. Aufgrund des Rückenwinds. Normalerweise geht das Pitching Wedge nur 130 Meter bei mir. Aber mit dem Rückenwind sollte es dann doch einigermaßen passen. Leicht links. Ja, aber wahrscheinlich in der Nähe des Grüns, würde ich sagen. So, Chris, was ist dein Plan aus dem Fairway-Bunker? Ja, wir haben 106 Meter vom Bunker. Ball wäre ein bisschen auf dem rechten Fuß legen und dann mit dem 50-Grad-Wedge schauen, ja, dass wir aufs Grün kommen. Ja, klingt alles sehr vernünftig. Mal die Ausführung muss halt natürlich auch passen. Jetzt kannst du nur noch an der Ausführung scheitern. Der Plan ist gut. Ja, ein wenig kurz, aber auf alle Fälle hier. Ja. Kein und die schlechtes sind Ergebnis, da. Alles in Ordnung. Ball liegt mitten am Fairway, mitten auf der Spielbahn. Schlag 3, Par 4. Mittlerweile sind wir vom tiefsten Winter in den schönsten Sommer gekommen. So ist es. Gefühlte 30 Grad in der Slowakei. Zu Hause soll es angeblich regnen und kalt sein. So, 50 Meter Sandwich. Zieh! Ah. Ja, leider eine Spur zu kurz, leicht fett getroffen. Das heißt, früher entwinkeln ist angesagt. So, jetzt liegen wir mit dem dritten da. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da Knopf zur Fahne zurückkommen, dass wir das Boogie mitnehmen können. Mit welchem Schläger? Pitching Wedge. Pitching Wedge. So. Ein bisschen kürzer greifen. Treffer sehr gut. Sit. Ja. Ja, ein langer Putt noch. Da bleibt noch ungewohnt viel Arbeit übrig. Ja, aber das Putten geht, wie man heute sehen kann. Jawohl, so ist es. Schlag 3. Eine ganz schwere Situation nun. Weil der zweite Schlag ein wenig zu lang war. Aber wie gesagt, positiv bleiben. Den Ball irgendwo Anfang grün landen lassen. Mit dem Sandwedge, mit dem 56 Grad Sandwedge. Und dann darf er zur Fahne hin ausrollen. Boah. Oder reingehen. So. Oder reingehen. Hätte auch dürfen, habe ich aber nicht gesagt. Putt zum Bogey vom Chris. Es geht bergab. Ja, und außerdem sehe ich nichts. Das ist das Problem. Break kann ich nicht erkennen. Das sind die schlimmsten Putts, die was nichts siehst. Kann er einen machen. Boah, schade. Und leider. Doppelbogey. Putt zum Par aus gut einem Meter, nicht mehr. Ist eigentlich schon machbar. Leicht bergauf, ganz leicht von rechts nach links vielleicht. Jawohl. Guter Save und weiter geht's. Das nächste Loch, ein 573 Meter langes Par. Wind von links, genau den Wind braucht es auf dem Loch nicht. Denn es braucht eigentlich den hohen Draw über die beiden Bäume da vorne. Also, ich würde mal sagen, kein leichter Tee-Schuss. Mal schauen, was geht. Ja, ich würde sagen, besser bekomme ich den nicht mehr hin. Der liegt ideal. Gleicher Plan vom Chris, ja. Nur etwas defensiver mit dem Holz 3. Und schauen, dass wir da bei den Bäumen da vorne nicht hängen bleiben. Jawohl, sehr guter Abschlag. Ja, ja. Der Fade von links nach rechts mit dem Wind. Und der liegt schon sehr gut. So. Schlag 2, Par 5. Der Baum ist ein bisschen im Weg.
Aber normal sollte man da rechts vorbeikommen. Rechts am Baum vorbei auf alle Fälle ist wichtig. Wir gehen in Deckung. In Deckung. Alle vor den Bildschirmen bitte in Deckung. Perfekt. Perfekt. Der liegt gut, ja. Besser geht der nicht. 210 Meter sind es noch zur Fahne. Dementsprechend brauche ich den Layup und messe mir ganz kurz raus, wie weit hier die Bäume von entfernt sind. 176 Meter, also jetzt bei mir das Eisen 7. Und ich werde es versuchen, so ein wenig reinzuhucken. Ein flacher Linksstrahl soll es werden. Ja, keine Ahnung. Mal schauen. Der flache Linksstrahl war's. Wir sind nur noch wie weit entfernt, Chris? 150 Meter zur Fahne, aber wir sehen sie noch nicht. Ja, das ist bei dem Loch speziell. Aber ganz ehrlich gesagt, die Optik mit den Bäumen ist wirklich extrem so, spektakulär. Eisen 7. Und schauen wir mal, was da vorne ist. Ja. Super Kontakt, perfekt getroffen. Auch die Richtung sollte nicht schlecht passen. Sehen wir. Ich habe noch keine Ahnung, wo es hingeht. Schlag 3. Ich weiß nicht, ob ich im Bild bin, aber es bleibt auf alle Fälle noch ein wenig Arbeit übrig. 77 Meter sind es. Das ist das Positive. Es riecht wie im Süden. Auch das ist positiv. Das Negative ist, es sind noch ein paar Bäume im Weg. Aber gut, mal schauen, was geht. Theoretisch hätte ich einen Schlag. Schlag 3, Paar 5. Schmaler Stand, 52 Grad Gap Wedge und los geht's. War eigentlich nicht so schlecht. Mal schauen, wo die Kugel liegt. So Chris, wie hast du gesagt, ein machbarer Birdie-Putt? Machbarer Birdie-Putt. Nur ein bisschen, eine Neigung, 14%. 10 Meter und 7% Hang. Das schaut richtig, richtig spektakulär aus. Aber ich muss sagen, der Platz ist wirklich richtig cool zu spielen. Ein Top-Golfplatz, spannende Golflöcher. Und wir sind eigentlich alleine hier. Das ist das wirklich Interessante an der Sache. Ah, zu wenig Break, zu wenig Tempo. Da bleibt noch Arbeit zum Paar übrig. Mein Part nun von der anderen Seite. Auch kein wirklich machbarer Birdie Putt. Auch hier ein mega Break. Aus meiner Sicht von rechts nach links. Und natürlich bei so langen Parts ist immer wieder die Längenkontrolle das Allerschwierigste. Mal schauen, was geht. Auch der ist zu kurz. Und auch der ist noch richtig, richtig schwer. Bergab zum Paar. Und Chris, schon in der Vorbereitung. Ein wichtiger Part zum Paar. Ja, gute Linie, aber leider zu kurz. Und damit ist aussieht das Bogey auf der Scorekarte. Da ist es. So, der schwere Part zum Paar. Es ist zwar nur ein Meter, aber es geht bergab. Es sind 2% Neigung von rechts nach links. Da braucht es jetzt das richtige Tempo. Jawohl. Heute läuft's. Paar 3, 142 Meter. Leichter Rückenwind und deshalb habe ich mich für ein Eisen 9 entschieden. Sollte da jetzt eigentlich genau passen. Mal schauen, was geht. Ah, leicht links gedrückt. Zieh! Ja, sollte nicht so schlecht liegen. Jetzt kommt bei dir, Chris. So, Eisen 8.
Eisen 8. Ich habe mir gerade gedacht, ich sollte den Ball aufteen. Christi den Ball auch nicht auf. Mal schauen, ob er besser abschneidet. Kontakt war in Ordnung, die Schlagfläche offen und der Ball ist leicht rechts, aber auch hier sollte keine Gefahr drohen. Schwere Lage. 2, wieder ein wenig tricky, sage ich. Vor allem, wenn man sich die Standposition ansieht. Aber der Chris sieht sehr entschlossen aus. Ja, Sandwich. Und schauen wir mal. Ja, richtig gut getroffen. Leicht links. Ja. Alles in Ordnung. Paar zum Paar. Sehr gut gespielt, würde ich sagen. Ja, der war nicht so schlecht für die Lage. Muss ich schon sagen. Kleiner Chip mit dem Pitching Wedge. Man kann auch schon überlegen, in der Situation zu putten. Ich habe mich jetzt für den kleinen Chip entschieden. Oft sind es da aber auch Entscheidungen. Ja, war nicht die falsche Wahl. Und damit das nächste Paar auf der Scorekarte. Und Chris jetzt mit ganz wenig Break. Seinem Putt zum Paar. Kann er machen, kann er das Paar mitnehmen. Das wäre schon ein richtig guter Save, würde ich sagen. Denn speziell der Abschlag ist sehr, sehr schlecht gelegen. So. Kein schlechter Versuch. Und das Bogey geht weiter. Völlig in Ordnung. Am Weg zum nächsten Abschlag habe ich gerade das 16er Grün entdeckt. Und ich hoffe, man kann es hier so erkennen. Das ist wirklich richtig, richtig spektakulär. Mega Wellen, richtig anspruchsvoll. Der Platz hat es eindeutig in sich. Und ich kann nur jedem empfehlen, der in der Nähe von Wien oder von Bratislava ist, einmal hierher zu kommen. Ein richtig cooler Golfplatz. Paar 4, 397 Meter, Dogleg rechts und mit ein wenig Rückenwind. Ich versuche wieder mit dem Eisen 2 meinen Ball ins Spiel zu bringen. Das hat ja bislang nicht so schlecht funktioniert. Ja, der Treffer ist nicht ganz optimal, aber der Draw sitzt. Der Abschlag passt. So, Driver-Attacke. Chris fürs Publikum mit der Driver-Attacke, wie er selbst sagt. Bitte Daumen nach oben. Daumen nach oben. Wenn ihr den Chris nochmal sehen wollt, beziehungsweise seine Driver-Attacken. Ganz leicht rechts, kein schlechter Drive. Schauen, was da vorne kommt. Der müsste am Grün liegen, 400 Meter. 181 Meter Rest. Und wo kommt der Wind her, ist jetzt die Frage. Von rechts und ganz leicht von hinten. Und dementsprechend sollte normalerweise das Eisen 6 jetzt der richtige Schläger sein. Also, hier hängt ein Baum ein wenig rein. Aber wie gesagt, rein optisch sind fast alle Löcher hier richtig, richtig spektakulär. Dünn und roll und roll und roll und roll und roll. Naja. Bis zum Grün ist er leider nicht gerollt, aber das hätte er sich auch nicht verdient, um ehrlich zu sein. Und so erwartet mich halt ein kleiner Chip. Schlag 3 wird eben ein kleiner Chip. Was ist der Plan, Chris? Ja, das weiß ich noch nicht so. Entweder wir riskieren da zwischendurch. Nicht leicht aus. Zwischendurch oder sicher da oben. Ja, auf alle Fälle hier die Umgebung ist sandig. Für mich fühlt es sich immer so an, als wären wir 4 Stunden in den Süden geflogen. Und in Wirklichkeit sind wir nur ein paar Autominuten von Wien entfernt. Chris macht sich noch den Weg frei. Ja, die Dornen. Entfernt alles, was nicht angewachsen ist. Und schaut nun, dass es einen Ball wieder zurück ins Spiel bringt. Aber auch das ist alles andere als einfach.
Er räumt weiterhin auf. Und geht's dann an. Knapp am Baum vorbei, aber zurück am Fairway. Alles in Ordnung, alles geglückt. Alles richtig gemacht. Operation erfolgreich. Wie schaut's aus? 138 Meter bis zur Fahne. Rückenwind. Und Rückenwind. Eisen 9. Einmal da probieren. Die Bäume schauen wirklich richtig spektakulär aus. Hänken mal richtig schön rein. Ja, super Richtung. Perfekt. Ball am Grün. Alles passt. In Ordnung. Schlag 3. Mich erwartet nun mehr Arbeit als erwünscht. Der Ball ist hier zu Recht, muss man sagen, hängen geblieben. Und ich habe mich nun für ein Sandwedge entschieden und versuche den Ball wiederum irgendwo anfangen, grün landen zu lassen. Und dann dürfte er, wenn er mag, zur Fahne hin ausrollen. Ah, schlecht getroffen. Zieh, rauf den Hügel und stehen bleiben. Ja. Das ist natürlich jetzt ein schwerer Par-Putt, war aber nach dem zweiten und nun auch nach dem dritten Schlag schon zu erwarten, um ehrlich zu sein. Da kommen sie nun, die beiden spektakulären Putts zum Paar. Und wieder mal ganz einfach. Brutal bergauf. Eine Mega-Welle. Also beinahe geschenkt, würde ich sagen. Beinahe. Schade. Ein wenig Arbeit bleibt übrig. So, Putt zum Paar. Relativ lange. Mal schauen, was da geht. Der ist nicht leicht und das Bogey hätte ich mir eigentlich nach den letzten beiden Schlägen schon verdient. Trotzdem werde ich mein Bestes geben. Ja, kein schlechter Versuch. Geschenkt. Geschenkt heißt so, danke sehr, und damit das Bogey auf der Scorekarte. Und Chris jetzt mit dem Retour-Putt die Welle runter zum Bogey. Jawohl, den macht er ganz sicher. Yep. Sehr guter Putt. Die Bogey-Runde geht weiter. Die Bogey-Runde geht weiter. Das war ja auch eigentlich der Plan. Der Plan, ja. Aber der Platz ist wunderschön. Sie haben extra für uns gemäht nach der zweiten Neun. Danke, liebes Malachi-Team. 442 Meter, Par 5. Ich hoffe, wieder mein Zweier-Eisen ins Spiel bringen zu können. Auch da braucht es wieder den kleinen Draw. Ja, der passt. Ball im Spiel. Holz 3. Rechts weg, sit. Na, gucken wir mal. Ja, den sollten wir finden. Ja, da gerade 4 irgendwie mit dann. Kein schlechter Plan. Kein schlechter Plan, gell? Ein guter Plan sogar. Gerade nach vorne. Eisen 5 und dann irgendwie da schauen, dass wir da so weit wie möglich nach vorne kommen. Dass wir da irgendwie noch was machen können. Ja. Schlag in Ordnung. Ja, der liegt da vorne. Da geht auf alle Fälle weiter. Aber das ist ein richtig schweres Golfloch. Ein richtig schweres Par 5. Ja, die Ballage war nicht unbedingt einfach. Sandig. Ja. Na, schauen wir, was geht noch. Also, wie gerade besprochen, bin ich am Simulator immer volles Risiko gegangen und immer dafür bestraft worden. Hier draußen in Wirklichkeit nun werde ich den Ball einfach, in Anführungszeichen, einfach nach vorne hämmern, schlagen mit dem Eisen 2. Es sind noch 226 Meter hinten in den Wald rein. Das heißt, wenn ich das gemütlich nach vorne schlage, kurz gegriffen aufgrund des Hanges, sollte nichts passieren.
So, das wäre der theoretische Plan. Oh oh, leicht rechts. Aber er geht glücklicherweise durch und liegt sehr gut. Ja, berühre der nächste. Der ist richtig gut, ist durchgekommen. 170 Meter. Aber unmöglich zur Fahne. Unmöglich ist nichts. Genau, also man kann unmöglich den Ball zur Fahne schlagen, deshalb braucht es nochmal den Layup geradeaus. Die einzige Möglichkeit zur Fahne zu schlagen wäre ein 50, 60 Meter großer Slice, der aber aus dem RAF sicher nicht möglich ist. Ja, leicht rechts. Und da hinten durch. Da dürfen die springen können. Super. Willkommen in Malatski. Kommt jetzt der erste richtige Malatski-Schlag. Die letzten zwei Löcher fressen uns auf. Nein. Es geht hoffentlich positiv weiter. Sicher. Aber der Platz ist cool. Richtig herausfordernd. Ja. Lässige Golflöcher. Man muss sagen, das ist ein Wahnsinn. Da soll jeder mal herkommen. Kann man nur empfehlen. Vielleicht machen wir mal eine Reise daher. Und das sind sie, die Schläge, die wir eigentlich öfter hier erwartet hätten. Ja. Wie weit zur Fahne? Ja, 40 Meter. 40 Meter und ganz schmal durch den Schlurf da vorne durch. Also sobald man leicht abseits des Fairways ist, gibt es besondere Aufgaben, besondere Challenges. Welcher Schläger? Pitching Wedge. Ein Pitching Wedge, ein flaches Pitching Wedge, ein flacher Chip. Na, hoffentlich gehen wir da zwischen die Bäume durch. Ist nicht viel Platz. Jawohl. Ein wenig lang. Ja, komm mal wieder. Roll zurück. Ah, bleib picken. Ja, okay. Aber gut durchgespielt. Das ist die Situation, die ich vorfinde. Schlag 3, Par 5. Leichter Gegenwind. 38 Meter. Ich entscheide mich für ein 52 Grad Gap Wedge und für den ganz klassischen Pitch Release 2. Der Ball soll irgendwo leicht links der Fahne aufkommen. Er wird normal nicht so weit rollen im Normalfall. Mal schauen. Ja, stehen geblieben ist er schnell, aber leider Gottes war im Flug ein wenig lang. Trotzdem keine schlechte Birdie-Chance. Von da geht's da ganz steil bergauf. Chris kommt kaum rauf und ihn erwartet nun ein ganz, ganz schwerer Putt. Ja. Ein Zweipad wäre wahrscheinlich schon ein Erfolg. Was kann er aus seinen Handgelenken schütteln, ist jetzt die Frage. Ja, kein schlechter Versuch, aber ein wenig Arbeit bleibt dann doch noch übrig. Ach ja. Putt zum Birdie. Ebenfalls steil bergab, ganz leicht nach rechts, aber eigentlich nicht wirklich viel Break normalerweise. Ja, schade. Punkt. Schade, und damit das Paar. Aber gut, auf dem Loch würde ich das Paar beim nächsten Mal unterschreiben und gerne mitnehmen. Chris mit dem Paar zum Birdie. Ja. Und da ist es. Easy Eagle. Easy Eagle. Eine schlechte Entscheidung. Das vorletzte Loch, ein 310 Meter kurzes Par 4. Ich ziehe. Das letzte Loch, ein 310 Meter kurzes Par 4. Die Fahne ist leicht rechts versteckt. Und ich habe mich wieder für den Layup mit dem Eisen 2 entschieden. Der soll es nun wieder richten. Ja, und auch der sitzt heute. Zwei Reisen geht halt, ha? Auf das Gerät ist Verlass. Und auch Chris nun mit der etwas defensiveren Strategie. Eisen 5. Eisen 5. Ball ins Spiel bringen ist die Devise. Jawohl, perfekt.
geradeaus raus, am rechten Fairway-Rand. Sehr gut. Da soll es ganz gut weitergehen. So kann es weitergehen. Wie lange noch, Chris? So, 134 Meter. Nur noch 134 Meter rechts. 8 Eisen. Eisen 8, leichter Rückenwind. Keine schlechte Chance, das Grün zu treffen hier. Ja, super Kontakt, kleiner Fade. Zieh! Ja, ja. Er liegt genau links neben dem Grün. Alles in Ordnung. Loch 17. Der Abschlag ist geglückt und es bleiben 94 Meter übrig. 94 Meter ist normal mein Pitching Wedge mit einem sehr, sehr schmalen Stand. Aus der 10 Uhr Position eben. Der Wind ist ganz leicht von rechts. Ja, mal schauen, was geht. Sollte eigentlich passen. Ja, zweit links. Sit. Und weit. Links und weit. Und wenn da noch das Grün ist, dann wird's der längste Putt des Tages. Und Chris, mit dem Chip. Pitching Wedge Chip. Pitching Wedge Chip. Chip in Chip. Dann lassen wir den umrollen da. Genau. Schlag 3. Zieh. Okay. So, hier erwartet mich nochmal richtig Arbeit. Schlag 3 aus dem Raff raus, vom rechten Fuß, vom hinteren Fuß. Die Welle runter, ja, kein leichter Schlag. Sit. Ja, da bleibt noch sehr, sehr viel Arbeit übrig. Putt zum Paar. 5 Meter sind es mindestens aus meiner Sicht. Ganz leicht von links nach rechts, minimal, aber wie gesagt, alles andere als einfach. Es deutet eher aufs Bogey hin, was aber grundsätzlich kein Problem ist. Schade. Ja, ist geschenkt. Der zweite Schlag war einfach nicht gut genug. Und Chris hat nun die Chance, am letzten Loch sich nochmal die Ehre zu holen. Und am letzten Loch als erster abzuschlagen. Schade. Geschenkt und damit auch das Bogey auf der Scorekarte. Paar 5, 220 Meter braucht es da in den Knick rein. Es ist das Signature Hole. Das Grün ist hier drüben und wir spielen einmal die komplette Runde, also einen Halbkreis nach vorne. Das ist ein richtig cooles Loch. Leichter Rückenwind, also muss ich das Eisen 2 wirklich gemütlich schlagen. So. Was hast du vor, Chris? Letzte Loch. Eisen 5, Boulder 4 und dann nochmal einen Knick spielen. Der Layup auf dem letzten Signature Hole. Das Signature Hole des Kurses. Golfkurs Malatschki, Malatski oder wie auch immer man es genau nennt. Im Knick. Super Abschlag, perfekt. Schlag 2. Jetzt ist guter Rat teuer. Ah ja. Gemütlich vorlegen, 8 Eisen. Eisen 8, der Layup. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet hier vorne. Bravo. Die besten Schläge am letzten Loch von Chris. Ja. Ja, perfekter Layup. Sage ich jetzt mal. Ich habe nun eine ähnliche Situation und bin auch nicht ganz sicher, was ich machen werde. 167 Meter sind es bis zum Baum, also bis ins Wasser rein. Ich nehme ein Eisen 8, ebenfalls ein Eisen 8 und werde auch wieder versuchen, den Ball nach vorne zu schupfen. Oh, links, links, links. Liegt? Ja. Ball liegt, Gott sei Dank. Gott sei Dank, liegt die Kugel. Das ist sie, die Situation. Quer über den Wald drüber. Aber es sind nur noch 100 Meter. 100 Meter. 100 Meter. Und ein U-Card im Weg.
leicht links, gute Höhe. Pack. Aufgeschlagen hat halt einmal. Bravo. 90 Meter Rest, 48 Grad Wedge mit der schmalen Standposition, 10 Uhr, sollte genau 90 Meter sein. Also eine Schlägerkopflänge Breite sollte genau passen. Er könnte ein wenig lang werden, aber er ist am Grün. Allerdings ist er verdächtig nach links gesprungen, da könnte eine große Welle auf mich zukommen. Letztes Loch, letzter Putt zum Birdie. Chris schnauft noch einmal durch, sieht, dass ich weiter vom Loch entfernt bin, trotzdem lasse ich dich spielen. Und dann geht's los. Putt zum Birdie aus ca. 10 Metern. Schade, kein schlechter Versuch. Und auch für mich ein Putt zum Birdie. Und wie so oft auf dem Platz würde ich, wenn ich mir die Wellen so anschaue, ein paar gerne mitnehmen. Also, es geht steil bergauf, ein wenig nach rechts. Und das Schwierige ist wie immer die Längenkontrolle. Ja, ist in Ordnung. Alles okay. Der letzte Part zum Paar vom Chris. Und leicht fängt es zum Regnen an. Sind wir froh, dass erst jetzt. Der Himmel weint, weil wir uns verabschieden. Ja. Und da ist es, das Paar. Paar mit. Ein schönes Paar zum Abschluss. Auch das hätte ich gerne. Jawohl. Und damit verabschieden wir uns. Sagen danke. Danke fürs Spielen. Danke, Malatschki Golf Course. Es ist wirklich ein toller Platz. Ich glaube, wir kommen sicher noch mal her, weil es ist wirklich ein richtig cooler Golfplatz, der wirklich alles von einem fordert. Und in diesem Sinne wünschen wir allen noch einen schönen Abend, ein schönes Spiel. Ciao. Tschüss.